dich herum werden alle schwanger und nur bei dir klappt es nicht? Stimmt nicht. Mein Name ist Eva Lercher. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, arbeite mit Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch und war selbst davon betroffen. Heute sprechen wir über Themen, die nach wie vor viel zu selten angesprochen werden, brechen mit Mythen rund um den heterosexuellen Kinderwunsch und fragen uns, wie geht es dir damit? Was kannst du tun, um dich leichter durch die stürmische See des Kinderwunsches zu manövrieren? Die Wahrheit ist, dass es viel mehr Paare gibt, die vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen sind, als man glauben mag. Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, bemerkt man erst, wie viele Menschen um einen herum dieses Thema betrifft. Ja, es werden jeden Tag Frauen ungewollt schwanger. Aber es gibt auch wirklich viele Paare, die sich jeden Tag nichts sehnlicher wünschen, als ihr eigenes Kind in den Händen zu halten. Die Wahrheit ist auch, dass man oftmals nicht mehr einfach so schwanger werden kann, denn das lassen die Lebenspläne nicht zu. Lebensplan, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für euch und was bedeutet das für die Gesellschaft? Man sollte den richtigen Partner haben, lange genug zusammen sein, eine gute finanzielle Situation haben und den richtigen Wohnraum. Dann kann man sich mit dem Thema Kinderwunsch auch gut befassen. Aber was, wenn es dann nicht gleich klappt? Ist man dann nicht schon zu alt? Leidet die Partnerschaft nicht so sehr darunter? Und wie geht es dann überhaupt weiter? Macht das Druck? Ja, ich finde, das macht Druck. Das macht mir schon beim Erzählen Druck und das macht dir vielleicht schon beim Zuhören Druck. Aber wie geht es dir, wenn es dann wirklich einfach nicht klappen kann? Für viele Paare wächst der Druck täglich und steigt fast ins Unermessliche. In diesem Video gebe ich dir Tipps, wie du mit den Erwartungen, mit dem Druck und vielleicht auch mit deiner Abgrenzung umgehen kannst. Ist Jennifer Aniston endlich schwanger? Ich weiß nicht, wie oft in den letzten Jahren ich diesen Satz irgendwo gelesen oder gehört habe. Ständig dichtet man ihr ein Babybäuchlein an. Oder jetzt nicht mehr? Ist sie jetzt schon zu alt? Es gibt kaum Themen, bei denen sich so oft unverblümt eingemischt wird, wie Kinder bekommen und Kinder haben. Dein Uterus als Gesellschaftsthema. Jeder hat eine Idee dazu, wann du schwanger werden solltest, wie du schwanger werden solltest und wann es zu klappen hat. Das macht Druck. Hält den Druck aufrecht und lässt ihn immer mehr wachsen, wenn es dann vielleicht tatsächlich nicht so klappt, wie es sollte. Wenn dieser Druck steigt und möglicherweise auch die Ernüchterung, weil es einfach nicht so geklappt hat, wie es nun mal sollte, dann fangst du an, dich zu hinterfragen. Dich, deine Beziehung, die Partnerschaft, ob du überhaupt Mutter werden solltest. Das macht was mit dir, und zwar richtig viel, denn es greift einen großen Teil deiner Identität an, deine Rolle als Frau, möglicherweise auch eure Partnerschaft, denn wie romantisch ist Sex nach einem Zeitplan? Bei all diesen Erwartungen und dem Druck ist es unabhängig davon, ob du vielleicht damit gerechnet hast, dass es etwas länger dauert, bis du schwanger bist, sei es, weil du BCO hast, Endometriose oder weil eine generelle Unfruchtbarkeit im Raum steht, oder aber, ob du damit gerechnet hast, dass es sofort klappt. Wie es sich für dich anfühlt, dafür ist es irrelevant, ob du davon ausgehen musstest, dass es länger dauert oder ob das jetzt einfach so passiert, dass es nun mal einfach nicht so klappt. Wie du dich selbst und auch deine Partnerschaft ein bisschen vor dieser Ernüchterung schützen kannst, dafür habe ich ein paar Werkzeuge für dich. Mein erster Tipp ist, entspannt euch. Ich weiß, das hört man ständig. Ich meine nicht, weil entspannte Paare dann leichter schwanger werden, sondern ich meine, weil ihr es euch verdient habt. Du hast es dir verdient, dich abzugrenzen und entspannt zu sein. Denn dieser nicht erfüllbare Kinderwunsch ist omnipräsent. Er beschäftigt dich jeden Tag. Deswegen tu dir was Gutes, tut euch was Gutes. Du wolltest schon länger wieder mal mit deinen Mädels auf einen Wellnessurlaub fahren? Dann mach das. Ein Städtetrip, ja, jederzeit. Mach Dinge, die du nicht machen kannst, wenn du schwanger bist oder einen Säugling zu Hause hast. Eine Weinverkostung? Ja, bitte. Ein Festivalbesuch? Ja, genau, diese Dinge meine ich. Und auch, wenn es nur ein ruhiger Sonntag alleine im Bett ist, dann mach das, denn mit Kind ist das relativ schnell vorbei. Nehmt euch auch als Paar Auszeit. Eine Auszeit von diesem unerfüllten Kinderwunsch. Macht Dinge als Paar.
Was habt ihr beide gemeinsam? Was wollt ihr gemeinsam unternehmen? Was könnt ihr nicht mehr machen, wenn ihr ein Baby zu Hause habt? Und habt spontanen, ungeplanten Sex. Denn das könnt ihr vielleicht schwieriger machen, wenn ihr dann ein Baby zu Hause habt. Ein weiterer Tipp ist, nehmt euch Zeit zu trauern. Viele meiner Klientinnen und Klienten denken, sie haben keinen Grund, traurig zu sein, denn es gibt doch so viel Schlimmeres auf der Welt als einen unerfüllten Kinderwunsch. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist sehr belastend. Deswegen ist es in Ordnung, traurig zu sein. Es ist in Ordnung, wütend zu sein. Es ist in Ordnung, verzweifelt zu sein oder auch enttäuscht. All diese Gefühle oder auch ein Misch aus all diesen Gefühlen ist in Ordnung und braucht seinen Platz. Deswegen rate ich dir, gib diesen Emotionen den Platz. Möglicherweise, auch wenn es komisch klingen mag, plan diese Trauerzeit ein in einen Alltag. Gib dieser Trauer Raum, denn wenn diese Trauer gesehen wird, gelebt wird und gefühlt wird, ist es auch leichter, sie wieder ziehen zu lassen. Mein letzter Tipp betrifft dich als Frau und deine Rolle. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schnell man dazu neigt, seine Rolle und sein Frausein in Frage zu stellen. Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht Frau genug, wenn ich nicht schwanger werden kann? Doch, das bist du. Frau sein ist so viel mehr, als schwanger werden zu können. Das weißt du und das musst du möglicherweise von Zeit zu Zeit wieder aus dir herauskitzeln. Deswegen mein Tipp, schaff dir eine schöne, ruhige Atmosphäre. Nur du mit dir und setz dich mit deinem Frausein wieder auseinander. Tritt damit wieder in Verbindung. Was macht dich als Frau aus? Was ist deine Weiblichkeit? Wo bist du sinnlich? Was magst du am Frausein? Was vielleicht weniger? Und was und wo spielt dein Frausein eine Rolle? In welchen Bereichen deines Lebens bist du Frau? Diese und andere Fragen kann man auch wunderbar mit einer neutralen Person erarbeiten und vertiefen. Ich habe erlebt, dass psychologische Begleitung und Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch sehr viel Gutes bringen kann. Du musst dich für deine Gefühle nicht rechtfertigen. Du kannst mit einer neutralen Person darüber sprechen, wie es dir wirklich geht, was es mit dir macht, was es möglicherweise auch mit deiner Partnerschaft macht, dass es nicht so klappt. Und du kannst Methoden erlernen, wie dir Kommentare nicht mehr so nahe gehen, wie du vielleicht gar nicht so einen Druck aufbauen lässt und wie du dich leichter entspannst. Zusätzlich dazu gibt es auch die Möglichkeit, deinen Zyklus zu tracken. Breathe ILO ist dafür ein sehr gut geeignetes Instrument.